Haben Sie Ärger mit Behörden oder Probleme mit einem Amt? Dann melden Sie sich bei uns. Leo College kämpft für Sie. Und das hat er auch für Katrin Philippi aus Kottenheim in der Eifel getan. Sie war seit ihrer Ausbildung fast durchgängig berufstätig. Jetzt ist sie arbeitslos, soll aber kein Arbeitslosengeld mehr bekommen. Katrin Philippi war verzweifelt und hat sich an zur Sache Rheinland-Pfalz gewandt. Und Leo College ist zu ihr in die Eifel gefahren. Zur Sache hilft. Wir zeigen Ihnen jetzt, was für dramatische Folgen eine missverständliche Frage auf einem Antragsformular haben kann. Diese Erfahrung hat Katrin Philippi machen müssen. Sie ist Mutter von 4 Söhnen. Ihr jüngster Sohn Philipp lebt noch bei ihr. Der 16-Jährige hat das Down-Syndrom. Was steht denn da? Auto. Auto? Sollen wir schauen, ob es stimmt? Ja. Hey! Wow! Philipp geht in die Förderschule, ist tagsüber betreut. Deswegen konnte Katrin Philippi zumindest in Teilzeit arbeiten gehen. Die 53-Jährige ist von Beruf Physiotherapeutin. Einfach war es für die alleinerziehende Eiflerin aber trotzdem nie. Ich muss alles alleine stemmen, die Berufstätigkeit. Also ich bin ja Alleinversorger der Familie und ich gebe alles im Beruf und zu Hause auch. Und das ist einfach too much. Da kann man auch manchmal nicht mehr, wie man gerne möchte. Ist da. Da ist es ja. Jetzt aber. Doch jetzt ist sie ernsthaft ins Wanken geraten. Seit einem Monat ist sie arbeitslos. Eine ganz neue und schwierige Erfahrung für sie. Aber sie will es ihren Sohn nicht spüren lassen. Sie muss weiter funktionieren, auch wenn es ihr schwerfällt. Das eigentlich Unfassbare an der Situation, sie bekommt kein Arbeitslosengeld. Ich habe ja gedacht, du hast doch die ganzen Jahre gearbeitet. Ich habe da überhaupt kein Problem gesehen. Ich dachte, mir steht Arbeitslosengeld zu, wenn ich arbeiten will. Sie erzählt uns, wie es dazu gekommen ist. Katrin Philippi stellte ihren Antrag auf Arbeitslosengeld online. Dort musste sie auch Fragen beantworten, inwieweit sie für einen neuen Arbeitsplatz zeitlich zur Verfügung steht. Da habe ich entsprechend angegeben, auch im Vorfeld, dass ich die Arbeitszeiten nur im Rahmen zwischen 8 Uhr morgens und nachmittags 3, weil er ja in der Schule ist, dass ich eben in diesen Zeiten nur arbeiten kann und darüber hinaus nicht. Und sie kreuzte auch an, dass die Betreuung ihres Sohnes nicht sichergestellt sei, wenn sie selbst diese nicht übernehmen könne. Dadurch kam dann der Ablehnungsbescheid fürs Arbeitslosengeld, weil mit der Begründung, dass ich nicht verfügbar wäre durch die mangelnde Versorgung meines Sohnes, also die Pflege, die dann nicht gewährleistet wäre in meiner Abwesenheit. Kurios, kein Arbeitslosengeld, weil Katrin Philippi dem Arbeitsmarkt angeblich nicht zur Verfügung stünde und damit auch gar nicht arbeitslos sei. Wir haken bei der Agentur für Arbeit nach, wollen eine Erklärung. Tatsache ist ja, dass Frau Philippi ihr Leben lang berufstätig war und auch die Betreuung ihres Sohnes übernommen hat. Und das kann ja jetzt nicht auf einmal ein Grund dafür sein, dass sie dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen würde. Die Verantwortlichen sagen zu, den Vorgang noch einmal zu prüfen. Wir wollen jetzt von der Agentur für Arbeit wissen, was sie im Fall Philippi unternehmen will. Das Problem scheint das automatisierte Online-Verfahren zu sein. Ein Kreuz an der falschen Stelle. Schon galt Katrin Philippi als zeitlich zu unflexibel, um arbeiten zu können. Und was ist jetzt? Bleibt es bei dieser Ablehnung? Es bleibt nicht bei der Ablehnung. Sie hat ja dann Widerspruch eingelegt, nachdem es bekannt wurde. Wir sind dann sofort in die nochmalige Aufklärung des Sachverhalts gegangen, haben das auch alles so geklärt. Das Ganze ist jetzt auch positiv auf dem Weg. Das Geld ist auch schon unterwegs und Frau Philippi wird ab dem 14. Oktober ihr Arbeitslosengeld bekommen. Rund 600 Euro Arbeitslosengeld im Monat stehen Katrin Philippi zu. Die wird sie jetzt endlich auch dank unseres Nachhakens bekommen. Eine große Sorge weniger für die 53-Jährige. Ich bin total froh und erleichtert, glücklich. Jetzt kann ich wieder durchatmen und wieder schlafen. Danke.
Und wir freuen uns natürlich auch mit Frau Filippi. Und wenn Sie Probleme mit einer Behörde oder Ärger mit einem Amt haben, dann melden Sie sich bei uns unter 06131 929 33 211 oder mailen Sie an zur Sache rp@swr.de. Wir kämpfen für Sie.